Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einer neuen Folge Fragen und Antworten. Ja! Ich habe auf Instagram ein Bild von mir als Kind rausgehauen und euch gebeten, darunter eure Fragen zu stellen. Und ja, das bin wirklich ich. Mit Schokolade im ganzen Gesicht. So typisch für mich. Das hat sich nach so vielen Jahren nicht geändert. Mach weiter. Auf jeden Fall wollte ich mich bei euch bedanken, weil ich mit so vielen Fragen bombardet wurde. Thanks, yo! Und um unsere Bombenstimmung nicht zu zerstören, fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Boom! Walle XP fragt, machst du Sport oder so in deiner Freizeit? Wenn ja, welchen? Ja, natürlich mache ich Sport. Ich habe sogar eine neue Sportart selbst entwickelt. Aha. Sie heißt Kühlschrankleeressen. Siehst du diese Armmuskeln? Sie kommen davon, dass man ständig den Kühlschrank aufmachen muss, um nach Essen zu suchen. Bäh. Sarah Kingschild fragt, was ist deine Lieblingseissorte? Also ich persönlich gehöre zum Team Schokolade. Bitte mit extra Schokosoße drauf. Denn ich bin genauso leicht gebräunt, süß und habe Würfel auf dem Bauch. Oder eher gesagt, einen Würfel. Aber es gibt noch so viele crazy Eissorten auf der Welt, die ich unbedingt probieren will. Kennst du zum Beispiel solche Eissorten wie Rollmops-Eis, Büffel-Mozzarella-Basilikum-Eis, Erdbeer-Thunfisch-Eis und dann gibt es noch Bacon-Ice-Cream. Lecker. Crazy shit. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das wirklich mal probieren will, aber vielleicht ändert sich meine Meinung über Team Schoko und ich gehe auf die böse Seite des Team Speckwürfel-Brokkoli. Give yourself to the dark side. Selina TD fragt, wenn du die Chance hättest, mit Katja Doggy oder Dicke Lippen aufzunehmen, würdest du es auch Spaß machen? Ha, ja, natürlich. Ich meine, Katja zieht das Ding durch. Ich möchte nicht wissen, wodurch sie es zieht, aber sie bleibt bei ihrer Sache, steht dazu und das finde ich super. Mücki97 will ein dumme Gedankenvideo bei einem Date. Okay, wir haben jetzt schon über das Wetter gesprochen. Was soll ich jetzt noch Spannendes sagen? Denk nach, denk nach. Ah, ich erzähle ihm über meine Teddybär-Sammlung. Und was, wenn er mich nicht mehr cool findet, sondern für komisch hält? Obwohl, warte mal. Ich? Und komisch? Nein. Oh mein Gott, ich liebe seine Augen. Okay. Luis589 fragt, wo isst du am liebsten? Überall. Frag mich lieber, wo ich nicht gerne esse. Melokor fragt, was war dein Lieblingsspielzeug in deiner Kindheit? Ich habe russische Familie. Natürlich war Lieblingsspielzeug Automat Kalaschnikow. Was sonst? Ich kann mich noch erinnern, wie Wodkaflaschen in Matroschkas versteckt haben mich. Gymnastic Time Mir fragt, wer ist der Lieblingssänger oder Sängerin? Das ist schwer zu beantworten, denn ich mag verschiedene Musikrichtungen wie Jazz. Oh, Lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet, and we'll go. Pop. Gimme, gimme a man after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Rap und Hip-Hop. In my shoes, just to see what it's like to be me. I'll be you, let's stretch shoes, just to see what it be like to skibbidi wap. Und es gibt so viele Künstler, die so unterschiedliche Musik machen. I don't know, wen ich am meisten mag. Aber ich mag auf jeden Fall Eminem, Lily Allen, Crow und es gibt auch viele coole russische Musik. Leni17568 fragt, warum zur Hölle steht Dima nie vor der Kamera? Dima, stell dich mal vor die Kamera. Seht ihr? Dima steht vor der Kamera. Und jetzt geh. Kannst du mal Dima eine Backpfeife geben, während du genüsslich dein Müsli schlürfst? Seht ihr? Jetzt steht Dima nicht noch vor der Kamera. Er liegt sogar. David Martial Arts fragt, hast du einen YouTube-Kanal? Nein, ich tu nur so. Der Simons fragt, wie warst du so als Baby? Warst du eher ruhig oder ein Schreihals? Ach, ich war dieses kleine nervige Kind, das immer, wenn wir Besuch oder ein Familientreffen hatten, vor allem laut gesungen und getanzt hat. Und das auch noch so richtig peinlich. Ab und zu habe ich sogar Geld und Süßigkeiten eingesammelt. Schon ein niedliches Kind. Oder, Mama? Nö.
Julchens Diary fragt, bist du vielleicht meine Lieblings-YouTuberin? Ich hoffe mal. The Britain Girl fragt, hast du einen Freund, eine Freundin oder bist du ein einsamer Single-Pringle? Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ich sag's mal so, ich frühstücke morgens alleine für zwei. Solange wie ich schon Single bin, stehe ich bestimmt bald in den Single-Charts. Aber ich sag's euch, daran ist nur dieser blöde Kettenbrief schuld, den ich 2010 nicht weitergeleitet habe. Dammit! I Love You fragt, ist Dima dumm oder nur besonders? Schwer zu sagen, Dima ist besonders dumm. Badum, Lina, du bist so einfallsreich, Lina. Das geht ja gar nicht. Ne? I know. Lena333 fragt, welche drei YouTube-Kanäle kannst du uns vorschlagen? Ich nenne mal drei deutsche YouTube-Kanäle. Erstens, Ligiro. Zweitens, vielleicht kennt ihr den Kanal Ligiro. Und drittens, schwer zu sagen. Also ich glaube, vielleicht Okay, das haben wir schon. Vielleicht How to Music? Gut, die ersten zwei Kanäle muss ich euch gar nicht vorstellen, die kennt eh jeder. Aber der Kanal How to Music ist relativ neu auf YouTube. Und das ist wirklich ein mega nice und interessantes Musikprojekt, in dem sechs Sänger und darunter ein bekannter YouTuber mit ihren musikalischen Talenten gegeneinander kämpfen. Ihr wisst ja, wie sehr ich Musik liebe und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Projekt unterstützt. Und das Coolste bei diesem How to Music Projekt ist, dass der Gewinner einen Plattenvertrag bekommt, der sein ganzes Leben auf den Kopf stellen kann. Ich blende euch gerne ein Video von How to Music hier und noch am Ende des Videos ein. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach gewinnen soll. Ich will wissen, wer den gleichen Geschmack wie ich hat. Ja,